Moin Leute, Timex hier. Es gibt jetzt 3-Tage-Stream in Grounded. Ist ein Survival-Game. Du wirst ganz klein geschrumpft, gibt's eine geile Story, bist im Vorgarten, kämpfst gegen Mücken, Ameisen, Insekten, Spinnen. Es ist geil. Baust dir eine Base, wirst angegriffen. Je größer die Base wird, desto mehr von Ameisen und so wirst du angegriffen. Wir zocken mit Reapers, Romatra und G-Time und wollen jetzt ganz genüsslich dieses Game durchzocken. Wenn ihr all die Folgen nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Eiche. Die Eichen solltet ihr auf jeden Fall sammeln. Da können wir eine sehr gute Rüstung mit uns machen, ne? Wie heißt das Brechwerkzeug? Ich brauche das Brechwerkzeug. Ein Hammer brauchst du. Hammer. Hammer? Eichel brauchen. Hier sind überall Eicheln. Geil. Ja, aber seid vorsichtig hier. Okay, wenn du das sagst. Oh, da ist auch Essen drin, wie geil. Da sind Rosen, wie schön. Wow. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Ey, Reapers, komm mal her. Ach du Scheiße, die sind eklig, Alter. Die sind wirklich eklig. Ich hasse das, wenn eine Spinne so chillt. Ich will sie gar nicht töten, ich will die einfach nur quälen, weil die so hässlich sind. Ich brauche unbedingt Wasser, ich sterbe sonst. Ekliges Wasser trinken. Ih, eklig. Da, wo der Rauch ist. Bin da. Bin auch da. Sind alle da? Sind wir da rein, oder was? Ja, rein. Okay. FBI, open up! Alter, was ist das? Wer hat das denn gebaut? Das Leben, ach, das waren eure Lebensbalken. What the hell? What the fuck? That glowy thing, look, this place is getting pinker by the minute. Ups, sorry, ich hab was gedrückt. Gute Wissenschaft. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. I adjust the machine. Sammelt so das Saft ein, ne? Wie kannst du trinken, so der Max? Saft, Mann. Hey, hier ist echt gesundes, hier ist echt gesundes Wasser. Wo? Ja, das ist doch unsere Wasserspender. Einfach ein Wasserspender ist hier. Ich mach den kaputt. Warte. Hä? Wo bist du da gerade durchgelaufen, Max? Oder pure Wissenschaft kam da. Ja, wie kannst du finden, die pure Wissenschaft? Mach jetzt hier. Wo ist der Wasserautomat? Burg L helfen. Hey, ich kann den reparieren, den Bot. Guck mal. Mach mal. Burg L lebt. Das ist jetzt unser Freund. Hm. Kein Problem. Virgo. Hat der einen Schnauzer? Ich vermute, dass du von Dr. Tully Space Air Gerät verkleinert wurdest. Er kann gar nichts. Er kann gar nichts. Ich stelle den die ganze Zeit Fragen und er kann mir einfach nichts sagen, Alter. Was, okay. Was ist ein Heckenlabor? Das ist ein Labor in der Hecke. Danke. Also, wir haben jetzt erstmal diese Speicherchips, wie er gesagt hat. Das könnt ihr euch wie ein Satisfactory vorstellen. Diese Festplatten, die man holen kann, ne? Ja. Die kannst du bei ihm abgeben, da kriegst du neue Rezepte. So, was wir bei ihm aber auch machen können, ist, ja. Also wenn wir in die Hecke gehen wollen, zu dem Labor, da müssen wir uns auf jeden Fall vorher erstmal jetzt equippen. Ja, das wollte ich sowieso machen. Wir gehen zur Base und machen jetzt langsam chilligen Progress. Was auch wichtig ist, wir müssen uns unterschiedliche Waffen noch herstellen. Weil jede Waffe hat einen anderen Schadenstyp. Und es gibt Gegner, die sind gegen einen Schadenstyp anfälliger als gegen den anderen. Das heißt, es gibt Gegner, da kannst du mit dem Speer kämpfen, den machst du gar keinen Damage damit. Ach du Scheiße. Was hört man hier die ganze Zeit rufen? Das ist eine Krähe. Hatte ich recht? Das ist eine Krähe? Wenn ihr die sehen wollt, die sitzt gerade hier auf einem der Laser oben, Richtung Mond. Oh ja. Hab's genau. Die macht... G-Time, bring mich mal bitte zur Kieselhöhle, wo wir eben drinne waren. Du meinst da, wo die Milben waren? Ja. Ja, dann komm mal her. Digga, die kommt von überall. Jo, wie viele Milben? Oh, da ist eine Spinne über uns. Eine Riesenspinne. Wie groß? Volle Größe. Volle Größe. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Ne, die tut mir nichts, ich bin weit genug weg. Aber in der Höhe. Was bringt nichts, Reapers? Du musst alle vier schlafen, wenn du schlafen willst. Wollt nur gucken. Wollt nur gucken. Digga, ich hab mich one-shotted. Willst du mich verarschen, Max? Hilf, ich blute. Ich wollte einmal gucken, damit ich weiß, wie die Agro und so funktioniert. Ich würde dich am liebsten jetzt einfach sterben lassen, ne? Wir müssen doch erst unsere Gegner kennenlernen. Ja, du sagst, da ist eine Spinne. Ich sag zu dir, komm in die Höhle rein. Was machst du? Du läufst zur Spinne. Die hat mich geone-shottet. Ich bin verblutet instant. So, jetzt möchte ich einmal so mit meiner Schaufel hier so eine Scheiße aus der Erde holen. Du hast also schon eine Schaufel gebastelt, hä? Klaro. Also, wir können jetzt gleich entweder Romatra sein komisches Kiesding forschen, werfen uns damit dann für ein paar Stunden zurück, weil wir einfach keine vernünftige Base bauen, oder wir forschen jetzt die Sachen, die uns weiterbringen. Das Zweite. Rohes Madenfleisch. Gartenbeet? Ein kleiner Fleck Erde, auf dem allerlei angebaut werden kann. Das ist ja geil. Unkrautstängel brauchen wir dafür, das haben wir nicht. So, jetzt können wir auch Lehmfundament und alles. Was hast du gerade erforscht, um das alles zu bekommen? Erforscht. Ich wollte es nicht sagen, Alter. Ja, okay. Guck mal, ich habe hier eine Kiste für uns. Die tue ich neben die Werkbank. Ich habe jetzt gerade dafür Lehm geforscht, Romatra. Guck, was ich habe, Leute. Ich habe jetzt hier ganz viel hergebracht.
Der, wir können echt so viel bauen. Wahnsinn. Unkrautstängel. Wo kriege ich das her? Da oben ist Fleisch. Unkrautstängel. Es wird hey, oder? So, zack, hier. Was soll ich denn da? Ich will nicht pushen. Das ist nicht meine Art. Aber ich habe eine Trinkflasche. Warum hast du eine Trinkflasche und ich nicht? Weil ich die Mandeln getötet habe. Mandeln? Maden. Mandeln. Mandelige Maden. Da ist das Ding. Kann ich das jetzt da einpacken? Oh mein Gott, ich habe Trinken to go. Wie oft kann ich schöpfen? Also ich habe eine Trinkflasche. So, ich habe jetzt drin. Auch den Unkrautstängel erforscht. Jetzt haben wir noch mehr. Jetzt können wir daraus Wände und so bauen. Das ist wie Holz quasi. Aus Unkraut? Gehen, ne? Schöpfen. Ich habe 2 Trinken in meiner Trinkflasche. Und wie können wir Unkrautstängel jetzt abbauen? Ja, mit der Axt musst du einfach einen Löwenzahn umkloppen. Ich habe noch nicht einen Löwenzahn gesehen, ehrlich gesagt. Ist Löwenzahn Unkraut? Wie fies. Ich finde, wieso, was ist denn Unkraut? Wer macht denn fest, was Unkraut ist? Ist eine Orchidee auch Unkraut? Ich glaube, Unkraut ist es, wenn es irgendwie auch andere Sachen verdrängt oder so. Keine Ahnung. Oh, weiß ich nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Wir hatten das beschlossen, weißt du? Ja, ja. Ich finde auch ein Bonsai-Baum ist Unkraut. Unkrautstängel schnappen. Oh, ich kann nur 2 Unkrautstängel tragen, weil die so schwer sind. Hau ich mir die Läusebraten rein. Wahnsinn. Ich habe 2 Unkrautstängel. Die hat eine Ameise getötet und nicht gelootet. Habe ich nicht schon ein Stängellager hier? Das wäre ja natürlich unglaublich. Oh mein Gott. Ich habe ein Stängellager. Ja, hier unnormal gut, ich spiele. Glaube ich. So, habe ich jetzt Gammelfleisch bekommen? Ja, oh mein Gott, geil. Danke, Mann. Jetzt komme ich nämlich zum Einsatz. Muss man ein Gartenbeet bewachen? Muss das in die Base rein oder kommen Ameisen und fressen das dann weg? Also wir sollten möglichst alles, was mit Essen zu tun hat, schützen wegen den Ameisen. Die Sache ist halt die, wir sollten auch überlegen langsam mal, was wir jetzt machen wegen der Forschung. Weil wir laufen gerade nur rum und kommen überhaupt nicht vorwärts. Ich komme übel same. Vorwärts, hä? Ich bin übel am Vorwärts. Ich komme krass vorwärts. Ich suche vorwärts mit Plätzchen holen. Was ist denn vorwärts? Was heißt denn bei dir vorwärts, Rumata? Ich bin gleich richtig stark, Alter. Nee, das er labert nur Scheiße. Ich komme vorwärts. Ich baue gerade ein Blumenbeet, das ich für uns alle unendlich Essen machen kann. So, und wenn wir das Essen dann überschüssig haben, wo lagern wir das dann? Ich habe eine Vorratskiste gebaut. Oh yeah, Max ist so am Vorwärts, komm ich auch übrigens. Okay, nein, also du nicht, Martha, komm. Okay, Wachstum im Gange, Zeit bis zur Ernte, 50 Minuten? 50 Minuten muss das wachsen. Ja, dann müssen wir da von der Höllen viele bauen. Welcher Bengel bringt hier die ganzen Unkrautstängel ins Lager? Welcher Bengel bringt die Stängel, Alter? Ich habe extra ein Lager gebaut. Ja, nur das untere, also das, wenn der Stängel abgebaut wird, das brauche ich ja. Was? Habe ich nicht genug Fasern? Was habe ich denn da eingesammelt? Ich müsste es jetzt gleich haben. Was anderes, was du da ich hab's aus dir hergestellt, aber. Nicht gespielt. Komm her, kriegst du. Wo sind die Beine? Da. Zack, fallen lassen. Hier. Hast du Hunger? Hier, vor mir. Reapers? Ja. Bevor das despawnt. Deine Beine. Wo? Oh. Da, vor dem Sack. Mhm. Sauber. Pimpimt. Okay, Leute, lass jetzt die Ameisen töten. Wir haben alle Rüstung. Wir haben alle Eichelrüstung komplett. Alle full equipped. Ja, kill doch die Ameise. Darum geht's doch. Das ist keine Arbeiterameise. Das ist eine Speerameise. Die kann nichts. Rote Arbeiterameise steht da. Echt? Okay, ich hab einen Plan. Warte mal, ich hab einen Plan. Wenn wir jetzt die alle 6 triggern, ja, dass sie kommen, glaube ich, spawnen nicht mehr weitere. Wenn 2 Stück alle triggern, können 2 in die Höhle und looten. Boom. Ist das ein Plan? Warte. Wenn du die Höhle von denen looten willst, dann ist es am schlauesten, die ganze Rüstung zu bauen, weil dann greifen die uns gar nicht mehr an. Echt? Ja, weil die dann also denken, wir sind eine Ameise. Nein, wir kämpfen uns da rein. Ich würde auch reinkämpfen. Ja, aber ich glaube, die respawnen, oder? Die werden doch niemals jetzt hier... Wir können den ganzen Bau clearen, aber da müssen wir die Waffen von denen haben, weil sonst dauert das zu lange, die haben. Okay, machen wir. Ja, und wie kriegen wir die? Dafür müssen wir mehr von den Bossen töten, oder? Ich habe eine einzelne raus, kommt. Smart. Warte, lass sie erstmal weiter hier hinkommen. Nee, ich hab das Gefühl mit dem. Die war schnell tot. Ich hab 2. Vorsichtig, lass uns erstmal weiter nach hinten gehen. Soldier Ant. Soldier Ant. Aua, machen die viel Damage. Ach, heilige Scheiße. Sauber, macht doch immer wieder Verbände, ne? Noch nie einen Verband benutzt, lol. Ich weiß auch nicht, wie man Verband benutzt. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal mit dem Stuff, den wir haben, zurück. Max ist eh schon auf dem Weg. Ach nein, so. Ich wollte nur schon Verband machen. Max hat sich einfach zurückgezogen. Ist falsch. Ich bin einfach der Einzige, der Full Life hat, weil ich der Einzige bin, der Verbände spielt. Dafür brauchst du 3-mal Fasern. Aber mit der Ameisenrüstung können wir durch den Bau durchlaufen. Aber wir wollen uns da reinmetzeln. Wir brauchen stärkere Waffen und wollen uns da durchmetzeln. Ich würde mich auch gerne durchmetzeln, tatsächlich. Wir wollen metzeln. Larvenklinge wäre eine mächtige Waffe, ne? Die kann ich mir gleich machen, Alter. Larvenstachel. Also wollen wir uns jetzt einfach reinsneaken, nicht kämpfen.
Ich würde kämpfen. Wir müssen kämpfen. Wir haben nicht komplette Rüstung. Ich fand das auch gerade stark. Lass doch direkt so rein. Ja, ja, ich glaube auch. Wir haben doch alle getötet. Ich habe jetzt noch die Larvenklinge, dann geht's mir richtig gut. Wieder treffen und jetzt metzeln wir uns rein, ja? Ja. Die haut ab tatsächlich. Komm, verprügeln, Leute. Ach, bei euch ist schon eine. Hinter euch. Boah. Junk. Ey, wie geil man da einfach reingehen kann als Geist. Oh, hätte man eine Fackel? Hier ist eine Ameise und eine Fette. Ja, die geht tatsächlich nur dir vorbei und greift nur mich an. Ja, und ich hau ihr eine rein von hinten. Damit hat sie nicht gerechnet. Ich dachte so, wow, wir sind doch Bros. So ein Scheiß, dachte sie nicht. Doch, dachte sie. Hä, sie ist voll an mir vorbei. Ich spiele den Speer, weil wenn ich den Speer spiele, kann ich zusätzlich eine Fackel in der Hand halten. Komm, war das smart? Smart, ja, smart. Ja, lass die wegkommen. Scheiß auf die. Oh. Was ein Gemetzel, Alter. Die ist so scheiße auch für die Ameise, oder? Chef, ist noch eins hier. Na kommen Kinder rein, bam, und töten dich. Bam, bam. Voll random. Aua. Wer mein hat Fehler. Das ich Ding war's, da auf dem Boden aufgehoben? Rotes Ameisenei habe ich eingesammelt. Ja, jetzt werden die alle aggressiv. Noch eins. Das können wir ja nicht wissen. Na, weiter geht's. Ich sag nur, jetzt werden die alle aggressiv. Also die sind richtig pisst, wenn du den ihr einnimmst. Soll ich das wieder ablegen? Ich will alle ihre Eier haben. Mhm. Holt euch die Eier. T-Time hat einen Leuchtstängel. Oh, hier ist was. Spröder Quarz. Können wir das mitnehmen? Oh, ja. Wir können das mitnehmen. Das ist ja super besonders. Ja, die Marmorscherben sind, glaube ich, zum Aufrüsten. Und Quarzit auch, glaube ich. Wie geil. Nee, Quarzit brauchen wir für die Tier-2-Sachen, glaube ich. Hier sind noch mehr so Schleimpilzstängel. Nimm einer mal mit. Ich habe noch ein Ameisenei. Schon 3 Ameiseneier. Das ist super. Wir sind so tief hier drin, als wenn wir jetzt hier sterben würden, wenn wir hier nicht rauskommen. Oh, hier geht's rein. Oh mein Gott, hier ist ein Loch. Du bist alleine, oder? T-Time ist drin. Hier. Trimax ist auch drin. Wir müssen drin. Rumatra ist drin. Was ist das denn hier? Guck mal hier. Sieht nach Süßigkeit. Wir brauchen nicht abbauen dafür. Hier ist eine Menschenleiche. Als ob. Aber warte mal, wir sind jetzt einfach ins Burgel, roter Ameisenhügel, Burgel Chip. Ja, den müssen wir abgeben, dann schalten wir neue Rezepte frei bei ihm. Geblockt. Ich hab keine Fackel mehr. Ah, doch, hab ich hier. Boom. Ohne Fackel echt miese. I'm a traitor! Haben wir den zerfickt, Alter. Den haben wir echt auseinandergenommen, wirklich. Sprüde Marmorscherben liegen hier, Leute. Ja. Ey, wer hat mich getötet? G-Time TV Kevin hat Trimax verraten. Wenn ich gegen die Ameise kämpfe, ja? Und schwinge meine Keule. Die war doch schon tot! Und du läufst genau in den Schwung meiner Keule rein, ja? Die war doch schon tot lange! Ich geh tauchen. Bin getaucht. Ey, hier sind überall Marmorscherben. Wieso sammelt ihr die nicht auf? Ich bann euch gleich. Meine Waffe vergiftet einfach. Ey, woher wissen die, dass ich feindlich bin? Scheißviecher. Weiß nicht, weil du deren ganze Familie tötet hast vielleicht. Alter, ihr werdet so sterben. Hilfe! Hilfe! Reapers, ich gebe den Tipp, misch dich da jetzt gar nicht mehr mit ein. Oh, Rückzug, Rückzug! Da kommen 30, ey, hier sind 30 Stück oder so. Ey, lasst euch Wasser... Ich mach die platt. Können wir den Kampf gewinnen? Ja, können wir. Können wir so locker gewinnen? Ich weiß nicht, warum wir jetzt alle abgehauen sind, hä? Ich auch nicht. Hä? Das waren 3 Ameisen. Wir sind bullekutte Motherfucker. Okay. Das sind doch noch Baby-Ameisen. Das sind nicht mal die Big Boys. Ich hab Angst, damit zu kämpfen, weil ich Angst habe, euch zu hitten, tatsächlich. Oh, das sind 7 Ameisen tatsächlich. Ich block gut. Ihr müsst euch das Blocken konzentrieren. Ja, ja. 3 Angriffe und dann blocken. Jo, wie viele? G-Time, hilf mal mit! Ich hab euch gesagt. Hilf mal mit! Echt, G-Time, dass du nicht hilfst, ne? G-Time hat einfach das Team gewechselt. Team! Ping Morgen! Junge, ey, das Ding ist, ihr hört kein bisschen drauf. Das ist so ein lockerer Fight, komm. Es sei denn, es spawnen unendlich viele. Dann ist nicht locker. Spawnen unendlich viele? Siehst du, und das kommt davon, wenn ich euch helfe. G-Time ist tot. Der bringt ja doch nicht mit uns, ne? Angeschrauben. Rückzug ein bisschen, ich muss essen. Gehst hier mal ein bisschen zurück. Hilfe! Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin tot, hinter dir, Max, hinter dir. Das sind noch 2 Baby-Ameisen. Hä, ich hab einen Verband rausgenommen, es hat mich aber nicht geheilt. Geblockt. Willow helfen. Blocken, Robata, block die Scheiße da weg. Ja, mach ich.
Aber hey, ihr habt einfach Schilde. Wie geil ist das? So, jetzt bin ich tot und mein ganzer Stuff ist weg. Wie kommen wir hier wieder raus? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Cheetah, wir sind bei deinem Sack. Wir haben deinen Sack gesichert. Wir haben alle getötet. 40 fucking Ameisen. Schittige Trimax hat deinen Sack. Echt? Hab ich den Sack? Weiß ich nicht. Da war ein Sack. Gar nichts mehr zum Heilen. Ihr müsst euch immer wieder Verbände kicken, Leute. Das ist das Wichtigste, dass ihr einfach Full Life bleibt. Man hielt sich doch die ganze Zeit passiv. Man braucht gar nicht so oft Verbände ballern. Die Mutation habe ich noch nicht gelernt. Cheetime, hä? Sind wir im Kreis gelaufen? Cheetime. So, wo ist mein Sack? Wir sind raus. Hä? Wir sind wieder raus? Hä, und du hast alle Sachen an schon. Oder hast du die gerade spontan gekauft? Ja, mein ganzes Inventar, alles ist weg. Du hältst nur das, was du am Körper hast. Nee, aber das liegt da. Ich habe das eingestellt, dass man es fallen lässt. Mach mal. Okay. Ja gut, dann brauche ich jetzt eine Fackel erstmal. Kommt los rein. Wir sind im Kreis gelaufen, drin. Es ist ein Kreis. Wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind immer tiefer gegangen, bis wir wieder draußen waren, hä? Das verstehe ich auch nicht. Ja, das war der Bau. Ja, was okay, dann haben wir ihn eingenommen. Und hier ist überall noch. Nee, das ist nur scheiß Kieselchen, kein Marmorkack. Hey, die hat gepennt, die Ameise. Ja, töte sie. Ja, natürlich. Sie beim Schlafen getötet, klar. Brüde Quarzscherbe, der Bau ist so OP. Töte bitte diese scheiß Ameise! Mann! Aber One-Shot. Okay, wo sind G-Times Sachen? Ich hab die schon gelootet. Sehr gut. Haben wir den Bau komplett eingenommen jetzt? Ich bin der Checkpoint, ihr müsst jetzt einfach bei mir kleben. Kleben. Mir ist ins Loch gefallen. Romatra, brüde Marmorscherbe. Ich seh die nicht. Du darfst eigentlich nicht mehr mitspielen. Ich bin auch da. Ich hab ein scheiß Giftschwert, Alter. Digga, das, was wir hier gelootet haben, ist der Wahnsinn. What the fuck? Rotes Ameisenei, das demnächst schlüpfen könnte. Verhindere, dass Insekten aus Eiern schlüpfen, indem du sie vor Ort vernichtest oder nach dem Aufheben verschrottest. Verschrotten? Soll ich verschrotten? Check ich auch nicht. Check ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt drei Eier dabei und die könnten jetzt bald schlüpfen. Ich hoffe, die schlüpfen in deinem Inventar einfach. Das wäre ja eklig. Oh mein Gott, die starken Ameisen sind wieder da. Unendlich viele. Wir müssen hier raus. Ich komme hier nicht raus, Ihr müsst zu mir kommen. Hier, einmal abbauen, warte. Die starken Ameisen sind wieder da. In riesiger Stückzahl. Wir sind ineffizient hier. Holt mich mal ab, ich bin mein Wassereingang. Seid ihr weggetaucht? Ja, geh rein da. Das ist einfach nur eine Connection hier. Ja, ich soll ins Wasser gehen. Ins Wasser. Ja, einfach ins Wasser, das überlebe ich, ja? Einfach raus hier. Einfach wieder rausnehmen. Wir verfolgen Reapers und gehen hier raus, komm. Ich bin Reapers und mir gehört der Laden hier. Oh mein Gott! Ich bin ins Loch gefallen. Aber hier ist nochmal dick Eisen, ne? Oder was auch immer. Dann komm ich runter, weißt du das? Oh Leute, das ist so dumm. Wir kommen hier nicht mehr raus. Klar kommen wir raus. Ich habe auch keine Fackel mehr. Oh jetzt mein Gott, ist hier ist vorbei. Eine Leiche, Alter. Ich kann das nicht abbauen. Da, guck mal, siehst du die Knochen? Die Menschenleiche hatten wir doch eben schon gefunden. Knochen, ja. Ich habe keinen trockenen Grasblock. Hier waren wir ja schon, oder nicht? Ja, hier waren wir schon. Guck, okay, hier ist wieder die Pfütze, wo wir rein sind. Ich wusste, dass nur eine Connection ist. Aber wenn wir hier hochgehen, kommen die ganz starken Ameisen. Dann rennen wir. Echt, kann man den vorbeirennen? Ja, das zeige ich vor allem fliehen hier in dem Game. Wer keine Meter macht, ist selbst schuld. Ja, ihr verbraucht doch dann schon eure Ausdauer die ganze Zeit. Oh mein Gott, sind hier viele. Rennt hier nachrennen. Ja, die eine hat gerade ein Ameisenei in der Hand gehabt, ne? Oh, die pennen einfach. Lauf. Ich habe ganz viele Ameisen-Eier in meinem Rucksack, die sind komplett aggressiv auf mich. Und wir haben es geschafft. Und ich hab euch hier so ausgeleadet, Alter. Fickt euch. Echt auf in die gespielt. Base, auf in die Base. Einmal ins Labor muss ich dir die Ameisen-Eier bringen, bitte, bevor die schlüpfen. Sonst ist alles umsonst gewesen. Ist das geil, wenn du die da reinbringst? Weiß ich nicht. Ich denke, das sollten wir machen. Das ist das Einzige, was ich damit machen kann. Hat einer einen Check? Hier ist das Labor übrigens, Max. Ich bin schon beim Labor. Sehr gut, ich komme zu dir. So, ich würde wieder Plätzchen essen, tatsächlich. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Lass dich mal ran ans Labor. Verrotteter Bienen-Schienbeinpanzer habe ich gefunden. Schlanke Beinschütze aus stabilen Bienenteilen, die schleimigen Oberfläche und der Gestank lassen vermuten, dass sie die Mindesthaltbarkeitsdatum schon etwas überschritten haben. Würde ich gerne erforschen einfach. Ja, kannst du machen. Dann, ich glaube, dann lernst du das Teil, dass wir das craften können. Zack, wird analysiert. Welches Teil können wir dann craften? Wir können jetzt die Brustplatte, weil die habe ich gehabt, und die Hose können wir jetzt davon craften.